Moin Ladies, willkommen zurück bei Let's Play Tony Hawk's Pro Skater Remastered 1 und 2 mit ultra aggressiver Musik, merke ich gerade. Screamer, nothing to me, meine Güte. Heute mit Leo Baker, der irgendwie aussieht wie 12, finde ich. Ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß nicht, wie er im echten Leben aussieht, aber er sieht sehr, sehr jung aus auf jeden Fall. Trotzdem habe ich ihn mal ausgesucht und wir gehen dann mal in den Heli-Drop. Und wenn ich nicht ganz verkehrt bin, ist das jetzt dann das letzte Level, wo wir uns das V einsacken. Und eventuell haben wir dann da schon irgendwas, was wir uns dann wieder neu freigeschaltet haben. Aber das werden wir gleich mal sehen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Startsequenz hier. Das schaut mal wieder sehr, sehr gut aus. Aber das braucht man hier ja kaum noch erwähnen. Wir haben mit ihm den Kickflip One Foot Tail. Den will ich nicht machen. Und einen 540 Kickflip Backflip. Gefällt mir das sehr gut. Da oben lacht uns schon das V an. Es ist aber relativ hoch. Ja. Du hast das Spiel kaputt gemacht, okay. Das war so natürlich nicht geplant. Da bin ich schon wieder unten. Schwimmen lernen. Ich muss gestehen, ich habe dieses Level auch bei Tony Hawk's Pro Skater 2 fast nie gespielt. Es ging mir immer tierisch um Keks. Ich mochte es nicht. Damit haben wir das V. Und irgendwas stand da eben Challenge Visionär. Keine Ahnung. Bedeutet das jetzt, dass wir das abgeschlossen haben? Kann das sein? Was? Ich weiß nicht. Also, ich konnte hier kaum, also damals schon kaum Kombos machen und jetzt eigentlich irgendwie auch nicht. Also, ihr seht, das ist einfach nur grottenschlecht, was ich hier mache. Aber wir können auf jeden Fall mal zum Levelende fahren. Das sieht nämlich wieder richtig cool aus, weil es wird für uns ein Feuerwerk gestartet. Level Birdman. Okay. Achso, was wir noch haben, er hat keinen. Voila, er hat keinen Special an der Rail. Oh, ich hasse es. Aber er hat ein Special Manual noch, den ich euch noch zeigen könnte. Wenn ich das denn auf die Reihe bekomme. Und zwar den hier. Den Nose Manual Nolly Inward Heel. Genau. Ja, wenn ich jetzt nicht ganz dusselig bin, wäre hier noch ein Alien zu finden. Aber das jetzt gemeinsam während der Aufnahme zu machen, um Gottes Willen, das wird nie was. Danke übrigens nochmal an... Jetzt habe ich den Namen leider vergessen. War ein komplizierter Username auf jeden Fall. Fürs darauf hinweisen, wo denn das Alien ist beim Bullring. Ansonsten sehen wir uns dann eventuell nochmal wieder, wenn ich hier irgendwas Herausragendes noch freischalte, was ich jetzt noch nicht sehe. Eventuell aber auch nicht, wenn hier nichts Spannendes mehr passiert. Ich glaube aber so ein, zwei Videos kommen wahrscheinlich noch. Dann auf jeden Fall so oder so bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.